Neuen Video. Ich spiele hier gerade die Beta von Star Wars Battlefront 2. Wir spielen gerade den Modus Strike, glaube ich. Ah, jetzt werde ich hier gleich gekillt. Ja. Leute, ich bin trotzdem Erster. Ja, wie gesagt, ich spiele den Modus Strike. Macht eigentlich total viel Spaß. Wie gesagt, ist eine Beta. Das kann sich ja jeder runterladen, wenn man eine Konsole besitzt. Und mein erster Eindruck vom Spiel ist eigentlich sehr positiv. Es macht wirklich ziemlich viel Spaß. Hoffen wir mal, dass ich hier ein paar Kills machen kann in der Runde. Weil ich wollte einfach mal so ein kleines Video rausknallen. Für Vorbesteller ist ja die Beta schon am Mittwoch rausgekommen. Und für die ganzen anderen Leute erst heute. Und ich habe eben auch schon eine kleine Runde gezockt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du kannst ja mal ein Video rausknallen. Weil die letzten Videos waren ja eher so Clash Royale Videos, haben auch nicht so viele Aufrufe bekommen. Und deshalb, hallo, was ist hier? Das ist gar nichts. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich jetzt einfach mal hier wieder so ein gutes altes Star Wars Video raushaue. Und irgendwie passiert hier noch nicht viel. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ich bin auch gerade Fünfter in der Runde. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt kommen hier die Gegner. Alles klar. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe 370 Battle Points. Hier gibt es ja jetzt ein anderes System. Und im ersten Battlefront-Teil war es ja so, dass man irgendwie alles kriegen konnte, wenn man sich es mit Credits gekauft hat. Hier ist es nicht so, hier kriegt man Battle Points und dafür kann man sich dann halt in-game so spezielle Sachen holen. Zum Beispiel jetzt ein Wookie oder so. Ja. Ich mache einen Kill und der Gegner killt mich auch. Das ist natürlich nicht so schön. Wir nehmen ja hier Sniper. Wie gesagt, ich habe ja eben schon mal eine kleine Runde gezockt, da war Sniper eigentlich ziemlich OP. Und die Beta ist hier nur auf Englisch. Aber ich kann ja so gut wie alles verstehen hier. Deshalb sollte das eigentlich kein Problem sein. Hoffentlich kommen jetzt hier noch mal ein paar Gegner. Lol, hinterm Baum habe ich ihn noch gekriegt. Was ist das hier für ein Ding? Kann man hier rein? Ja. Man wird immer von Leuten gekillt, die man nicht sieht. Das ist immer ein bisschen scheiße. Man kann es ja nicht ändern. Hier seht ihr, der Wookie kostet 3000 und Rocket Jumper kostet 2000. Wir nehmen jetzt hier nochmal den Specialist. Jetzt haben wir einfach hier diese kleine Runde. Macht ziemlich Bock, muss ich sagen. Ist auch ganz anders als der erste Teil. Man kann hier über alle drei Star Wars Eras spielen. Das macht wirklich viel mehr Spaß als Star Wars Battlefront 3 eigentlich. Also Star Wars Battlefront einfach nur. Na komm her, du. Da. Locker kriegt er mich. Ja. Naja, meine Skills sind nicht so gut. Ich bin zwar Fünfter, aber naja, ich habe bislang noch gar keinen Kill gemacht. Lustigerweise. Lol, jetzt habe ich mir diese sogar geholt hier. Man kriegt sogar Battle Points zurück, wenn man jetzt ein bisschen, wenn man gespielt hat, was ausgegeben hat und dann gekillt wird, dann kriegt man welche zurück. Ja, natürlich wurde ich gleich geholt. Also das ist hier wirklich. Wir müssen hier noch ein paar Sachen fixen, dass man nicht gleich gespawnt wird, wenn man hier in die Runde wieder reinjoint. Aber gut, wir zocken hier auf jeden Fall die Runde noch. Ja, ich muss sie aufhalten, mit diesem Artefakt hier zu entkommen. Steht ja auch da oben. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt hier noch geht. Ja, natürlich sind hier zwei auf einmal. Ah, das war nicht so gut hier.
Ja, nice. So wird's gemacht, Leute. Man merkt auch, ich habe überhaupt keine Skills oder so. Eckels hintereinander. Okay, jetzt bin ich Dritter. Also langsam läuft es irgendwie hier. Und man muss sich wirklich daran gewöhnen, das hier zu spielen, weil es, wie gesagt, ganz anders ist als der erste Teil hier. Dazu muss ich aber sagen, ich habe nie die ganz alten Battlefront-Spiele gespielt. Warum kriege ich ihn nicht? Jetzt. Oh Mann. Ich dachte schon, ich kann ihn nicht abknallen. Ja, wo sind denn hier welche? Da. Ja. Naja. Da muss ich noch ein bisschen üben. Den Wookie kann ich mir jetzt noch nicht leisten. Werde ich aber gleich nehmen. Man kriegt hier recht schnell Battle Points eigentlich. Und von daher ist dieses System gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich finde es besser als im ersten Teil. Weil man hier auch mehr Maps hat und mehr Möglichkeiten. Man kann mit anderen Charakteren spielen. Ich schieße immer daneben. Ich bin einfach schlecht. Das ist einfach dumm. So, wir nehmen jetzt hier nochmal den Heavy, nehmen wir jetzt. Oder besser gesagt, ich weiß nicht, ich spreche mal in der Bierform. Keine Ahnung warum. Ich habe mir auch erst überlegt, ob ich so einen kleinen Livestream daraus machen soll. Aber dann hatte ich doch nicht so Bock darauf. Weil da ist ja gerade keiner. Okay, das war ein bisschen Waste gerade. Okay, jetzt haben wir das Artefakt wieder. Jetzt müssen wir damit entkommen. Hinter mir sind Gegner irgendwo. Man sieht hier auch nichts. Oh Mann. Okay, das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, hier einfach reinzurennen, wenn hier zwei sind. Ich habe immer noch nicht genug, um mir den Wookie zu leisten. Das sollte sich aber gleich ändern hier. Und die Grafik ist auch irgendwie besser als im ersten Teil. Und ja, ihr seht jetzt hier einfach noch ein bisschen Gameplay. Ich werde jetzt hier so eine kleine Timelapse draus machen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. So, jetzt haben wir den Wookie mal. Und ihr habt gesehen, ich wurde ziemlich oft gekillt, habe aber auch ein paar Kills gemacht. Ich hoffe mal, dass der Wookie jetzt ein bisschen was kann. Und irgendwie passiert hier nicht viel. Mal ist es so, dass wir das Artefakt haben, mal ist es so, dass die erste Ordnung das Artefakt hat. Also es ist hier wirklich ziemlich ausgeglichen. Und von daher macht es dann auch noch mehr Spaß. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall versuchen, den hier erstmal zu killen. Komm, schieß doch! Was ist denn das? Warum kann ich nicht schießen? Das ist auch dumm. So, jetzt habe ich nur noch 397 Battle Points. Das ist natürlich schlecht. Ihr seht jetzt hier noch eine kleine Timelapse. Ich wollte euch einfach nur den Wookie zeigen hier. Ja. Ja, so Leute, wir haben jetzt endlich gewonnen und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier so grau ist. Wahrscheinlich, weil ich gerade aus dem Bereich rausgelaufen bin. Und ihr habt ja gesehen, es ging so oft in die Overtime einfach. Da sind ja nochmal die besten Spieler hier.
Und ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Die Beta ist auch nur eine bestimmte Zeit verfügbar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.